Hallo, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, meine Freunde, Freundinnen und alle. Heute rede ich über das Thema Erfolg. Die Frage, was Erfolg für uns bedeutet, ist eine sehr schwierige Frage und jeder von uns hat eine andere Meinung. Wie gesagt, du könntest dir eine ganze Menge Internetseiten angucken und dort mehr über Erfolg lesen. Der Duden beschreibt Erfolg als positives Ergebnis einer Bemühung oder Eintreten einer beabsichtigten, erstrebten Wirkung. Sicher richtig, aber sehr, sehr allgemein und schwammig. Doch Erfolg ist deutlich vielsichtiger und bedeutet sehr viel mehr als nur wirtschaftlichen Erfolg. In einer repräsentativen LinkedIn-Umfrage zeigten sich unter den Befragten folgende Ergebnisse. Erfolg bedeutet, 72% meinen glücklich zu sein, 71% meinen gesund zu sein, 49% meinen Familie und Freunde zu haben und 27% meinen berufliche Errungenschaften. 16% meinen Erfolg ist eine Gehaltserhöhung und 12% meinen ein sechsstelliges Gehalt. Oder so Gehalt und Geld. Ne? Die Ergebnisse zeigen klar, rund 3/4 der Befragten setzen Erfolg damit gleich, glücklich zu sein. Wiederum ein Begriff, der nicht auf den ersten Blick klar wird. Ich möchte die Frage, was ist Erfolg, aber nicht nur auf Basis einer Theorie beantworten. Deshalb habe ich die Meinungen der Experten recherchiert und nach lebensnahen Antworten gesucht. Also hier habe ich 5 Meinungen der 5 Experten, Namen sind unbekannt. Also Nummer 1. Erfolg heißt für mich, das zu tun, was ich gerne tue, meiner Leidenschaft zum Beruf machen oder sie anders ausleben können. Dadurch bin ich zufriedener und diese konstante Zufriedenheit ist mein Baustein des Erfolgs. Das meint der Erste. Der Zweite meint, im eigentlichen Sinne meint Erfolg ja das Erreichen eines gesteckten Zieles. Das Schöne daran, ich kann jedes Ziel erreichen, solange es meinen Fähigkeiten und Möglichkeiten entspricht. Die Möglichkeiten sind dabei oft von außen beeinflusst, aber die Fähigkeiten, die ich benötige, um mein Ziel zu erreichen, habe ich selbst in der Hand. Ich kann mich also gezielt in die richtige Richtung weiterentwickeln, um dann im richtigen Moment zur Stelle zu sein, wenn sich Möglichkeiten ergeben. Der andere meint, Erfolg bedeutet für mich, dass ich machen kann, was ich mag, an einem Ort, wo ich mich wohlfühle, in einer Art, wie es mir gefällt. Außerdem meint es, von Personen umgeben zu sein, die ich liebe. Der andere meint, Erfolg bedeutet für mich, mein Leben so gestalten zu dürfen, dass meine Familie, meine Freunde, meine Kolleginnen und Kollegen sowie ich selbst zum größtmöglichen Glück gelangen. Der Fünfte meint, ich fühle mich erfolgreich, wenn ich meinen Teilnehmern helfen kann, wenn ich merke, dass den Teilnehmern das Tutorium gefällt und vor allem, wenn sie ihre Prüfung erfolgreich ablegen. Es fühlt sich für mich auch nach Erfolg an, wenn die Teilnehmer mir eine gute Bewertung bei Fernstudium-Check hinterlassen. Privat bedeutet Erfolg für mich, dass ich meine Zwillinge alleine großgezogen habe und es uns immer gut ging. Und auch meine vielen Reisen sind für mich ein Zeichen des Erfolgs. 5 Menschen mit 5 ganz unterschiedlichen Antworten. Möglicherweise findest du dich in einigen der Aussagen selbst wieder. Vielleicht ist Erfolg für dich aber auch völlig anders. Wirklich wichtig ist, dass du weißt, was genau du unter Erfolg verstehst und dein Leben nach deiner eigenen Erfolgsdefinition gestaltest. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, nach deinem eigenen Verständnis von Erfolg zu leben.